Schlafe in deinem Bett. Nee. Nee, nee. Ernte dein scheiß Gemüse, sonst gehen die Tage irgendwann flöten. Ich hab fucking Kürbis gekauft, Mann. Den muss ich anbauen. Ja, ey, hübsche Uchte. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte jetzt kurz ein bisschen Schiss, dass ich das nicht mehr machen darf. Gut. Er hat aber recht, ne, eigentlich. Man musste... Die ganzen Erfinder und sowas waren ja immer... Eigentlich immer auf Widerstand eingestellt. So, jede Menge Sternweizen. Wir können sowas von viel Mehl herstellen. So, jetzt können wir Weizen herstellen. Unsagbar viel Weizen mit Mario Mixer. Okay. Wir bauen jetzt noch an. Kühlbeere ist gut. Kann ich schon Kühlbeeren technisch mir einen Saft machen? Nee, schade. So, die Zwiebeln packe ich mal rein. Viele habe ich von denen im... Ja, packen wir eine da rein und ins Jut. Euch packe ich rein, der Rest wird verkauft. Ne, du kommst auch noch rein. Futtermacher müssen wir ja auch noch mal. Warte, wir haben ja Gras gemacht. Jede Menge Gras, ey. Zack. Den Rest verdecke ich. Also außer das Weizen. Das wäre so ziemlich das Dämlichste, was ich machen könnte, wenn ich jetzt Weizen verdecke. Hier haben wir auch noch was. Die Honigblümchen sind noch nicht fertig, aber der Nektarrohr. Daraus können wir Zucker machen. Die geilen Kokosnüsse sind auch fertig. So, Höhlenbiom. So, die Gewürzdinge kann ich ja eigentlich hier hinstellen, ne? Wo kann ich nicht hier hinstellen? Kann ich das nicht hier mit reinstellen? Mist. Kann ich nur bei mir hinstellen, so ein Sheet. So ein Sheet. Dann stellen wir es bei uns irgendwo hin. Okay. Doof. So, irgendwo hier. So, Pfeffer. Da wir noch so einen Gewürzmörser haben, hier Pfeffer. Die restlichen Schoten behalte ich mal, weil ich nicht weiß, ob wir das auch noch für irgendwas brauchen. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Zucker konnte ich dann jetzt hier machen, ne? Da geht Marmelade. Da geht Milk. Milk. So. Anbauen. Warte. Ich war am Überlegen, was wir noch... Wir müssen noch anbauen. Frühling, Winter, Frühling, Winter, Frühling.
Hier bauen wir denn den guten Kürbis an. Der ist am 28. fertig und verkaufsbereit. Mehr kann ich leider derzeit nicht machen. Jetzt live. Zack. Für mehr haben wir kein Geld. Macht aber auch nichts. Das ist, ne? Das ist, wir haben sowieso sehr gut vorgearbeitet. Wir haben sehr, sehr gut vorgearbeitet. So, irgendwas Neues, was wir kochen können? Ich gucke mir es immer an. Wir brauchten irgendwas mit Räucherfleisch, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Mehl. Fisch. Knoblauch können wir ja, haben wir halt nicht. Gewürztes Kräuterfleisch. Mit zwei Curry. Habe ich keine zwei Curry? Achso, die habe ich, glaube ich, schon für was anderes verbraucht. Aber das gewürzte Kräuterfleisch war, glaube ich, auch irgendetwas, was wir. Was wir machen konnten. Fleisch-Antipasto. Aber dafür brauche ich Käse. Ich habe auch gerade keinen Käse. Gemüsesaft, Gemüsemarmelade. Kalte Maissuppe. Ich weiß einfach nicht, was bei kalter Maissuppe fehlen könnte. Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen ins Bett. Morgen wirst du Geist treffen. Was hat Aria vor? Ihre Kapsel ist immer noch nicht zurück. Versuche morgen ausführlich mit ihr zu sprechen. Klingt nach einer Drohung. Kapitel 8. Edle Verzweiflung. Das sollte das letzte Dokument für das Paradiesprojekt sein. Danke, Jabberwocky. Warum interessierst du dich so plötzlich dafür? Ist kompliziert, hä? Oh, Aria, warte eine Sekunde. Hier ist noch eins. Kann ich mal sehen? Sieht nach einer Namensliste aus. Für ein wichtiges Experiment. Das sind wir. Sind wir mal ganz ehrlich, das sind wir. Wir haben ein bisschen Geld gemacht. Du bist heute mit Geist verabredet. Du solltest mit Aria reden. Du solltest dies, du solltest das, tu dies, tu das, blablabla. Bitte. Feuerfeenstein kriegen wir dafür. Wenn wir das fertig machen. Was auch immer das ist. Aber es ist, denke ich mal, das letzte Level, wa? Höhlenbiom. Was? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Hier liegt etwas auf dem Tisch. Ist schon wieder jemand drin geschmuggelt. Gesnoggelte. Das ist Arias Handschrift. Case, es tut mir leid. Ich weiß, es ist ungerecht, dir einen Brief zu hinterlassen, auf den du nicht mal antworten kannst. Aber konnte dir einfach nicht in die Augen sehen. Ich habe mich auf den Weg nach Lost Gaia gemacht. Ich will mehr über das Paradiesprojekt wissen. Was Geist gesagt hat, stimmt. Das Projekt meiner Eltern war der letzte Überlebensversuch der Menschheit. So viele Forscher haben ihr Leben dafür geopfert. Meine Freunde ebenfalls.
Deswegen, es tut mir leid, Kaste. Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr Opfer vergebens war. Ab hier ist die Handschrift verwischt. Ich werde also die Himmelsschale aktivieren. Ich gehe alleine zur Wiege. Komm mir nicht hinterher. Bitte. Ich bin noch immer dankbar für deine Rettung, als wir uns gerade erst begegnet waren. Du hast immer hart für die gekämpft, die dir wichtig sind. Aber nur dieses eine Mal liegt es an mir, Verantwortung für die Menschen, für mein Volk von der Erde zu übernehmen. Also versuche nicht, mich aufzuhalten. Komm mir auf keinen Fall hinterher. Denn wir sind jetzt Feinde. Du hörst etwas von draußen. Bist du dir sicher, dass du das alleine machen willst? Ja. Aria! Kaste! Leb wohl. Gehen wir. Aria ist gegangen. Versuche mit deinen Freunden im Schloss der Illusion zu sprechen. Sag mir nicht alles, was ich tun soll. Ich gehe jetzt erstmal mein Gemüse abbauen. Was nicht wirklich viel ist, wir haben ja gar kein Gemüse mehr. The veggies are simply bursting to be harvested. Schwarzer Pfeffer. Endlich Mehl. Schwarzer Pfeffer. Zucker. Endlich haben wir Mehl wiederbekommen. Kleiner Pilz. Okay. Weiß ich nicht, warum ich den reingetan habe, ist aber auch egal. Gerade ist egal. Wir haben andere Sachen zu tun. Oh, wir haben aber ganz falsche Sachen gemacht. So. Oh, hätte er beinahe Ärger gegeben. So, nochmal zu unseren Tieren und dann ja, gehen wir erstmal wieder los, ne, eigentlich. Unser Guckel wird nicht mehr lange machen. Warum weiß ich immer noch nicht, wie man da rüberkommt? Immer noch überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, ich gehe gleich einfach weiter. See you later. So, Schloss der Illusion.
habe mich verlaufen, sorry. Entschuldigung, ich hätte über die Brücke gehen müssen. Mein Reflex. Kate. Was geschieht mit Aria? Sie geht allein. Oh nein. Das ist nicht in Ordnung. Shirka. Aria versucht die ganze Last alleine zu schultern, nicht wahr? Das weiß ich, weil ich manchmal genauso bin wie sie. Man manövriert sich in eine Ecke und findet plötzlich keinen Ausweg mehr. So war ich auch mal. Als ich Tiella verlor, schottete ich mich von allen ab und suhlte mich in meinem eigenen Elend. Aber Arias Worte haben mich wieder auf die Beine gebracht. Ihre ermunternde Art hat uns alle hier zu irgendeinem Zeitpunkt geholfen. Das machen Leute so. Aber bei ihr ist es etwas anderes. Sie hat die Macht, uns alle auszulöschen. Das ist... Das ist nicht gut. Was ist los? Die Absenkungsoperation der Protochronomalie wurde aktiviert. Vom Verbotenen. Verbotenen? Ja, der Verbotene besitzt unter uns die höchste Autoritätsstufe. Es muss... Aria sein? Ich verstehe, der Anführer der Omen wird Verbotener genannt. Und das ist jetzt Aria? Das nehme ich an. Warum will sie eure Anführerin sein? Das ist eine gute Frage. Offenbar hat sie der Kooperation auf der Himmelsschale zugestimmt, um volle Autorität über die Tests zu erlangen. Die erste Phase des Plans ist die Absenkung der Protochronomalie. Ist die Protochronomalie dieses Ding, das Geist uns gezeigt hat? Ja. Mit der Protochronomalie scheint sie die Kontrolle über die anderen vier Chronomalien übernehmen zu wollen. Was geschieht, wenn sie Erfolg hat? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Die Protochronomalie vereint die Funktionen aller vier Chronomalien. Demzufolge ist sie ihnen weit überlegen. Man könnte sie als exakte Kopie der Roten Königin bezeichnen. Sie wurde jedoch in der Vergangenheit stillgelegt, da ihre Leistung zu stark war, um sie unter Kontrolle zu halten. Wenn uns das erneut nicht gelingen sollte, könnte der Planet blitzartig zerstört werden. Die Vorbotin hat sich für die Aktivierung entschieden. Also meint sie es ernst? Oh nein. Darüber hinaus werden noch keine Zielorte festgelegt, aber wenn sie nahe der Stadt herunterkommen sollte... Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Wenn wir überleben wollen, müssen wir diese Absenkung aufhalten. Warum sollte Aria so etwas tun? Keine Zeit. Das können wir uns überlegen, nachdem wir die Absenkung verhindert haben. In Ordnung. Unterhalten wir uns von Angesicht zu Angesicht mit Aria und finden heraus, was sie denkt. Aber was ist mit dir, Diantos? Wenn sie vollständig Macht über euch alle besitzt... Dies dürfte der richtige Zeitpunkt sein, dich einzuweihen. Ich habe mich aus dem kollektiven Bewusstsein herausgelöst. Ich bin jetzt im selben Zustand wie der alte Geist. Aber dann... Ja, ich könnte jeden Moment kaputt gehen. Wenn ich anfange, mich seltsam zu benehmen, haltet mich bitte auf. Meine aktuelle Persönlichkeit wird gelöscht und ich werde mit einer neuen neu gestartet. Aber... Soweit kommt es hoffentlich nicht. Ich werde Maßnahmen ergreifen, um dies zu vermeiden. Also dann, gehen wir zur Wiege. Können wir durch die rote Tür gehen? Die macht mich immer noch ganz keksig.
haben wir ja Aria gar nicht mehr im Team, ne? Wen Tech-Team werden jetzt mit? Wir haben gar keine in unserem Team. Ja, Erzieher nehmen wir einfach mit, weil er der beste Erzieher ist. Wir haben, glaube ich, nie irgendetwas Besseres gefunden, ne? Nicht wirklich. Macht ja auch nichts. Hier fehlen immer noch zwei Aufträge. Nur mal so gesagt. Okay, aber was ich jetzt auch erstmal mache, ist der Aufnahmepause. So, meine Kumpels sind jetzt hier. Gut, Aria nicht, aber das ist dann so. Aber sonst sind jetzt alle da. Ich weiß, wir müssen das hier noch machen, aber ich hoffe, das kann man nach der Hauptstory noch machen, weil ich will die Hauptstory jetzt eigentlich echt nicht mehr unterbrechen. Ich weiß, dass hier der Kapitel 8 ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, das letzte Kapitel. Und ich möchte das einfach nicht wieder... Ich möchte das jetzt nicht unterbrechen. Das Unterbrechen wäre doof jetzt auf einmal. Das wäre doof. Deswegen werden wir das Hauptkapitel durchziehen und nach dem Hauptkapitel die Nebenaufgaben machen. Und ich hoffe, das geht. Na gut, aber ich verabschiede mich jetzt erstmal. Speichere... Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Also, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.